Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal mit einer neuen Episode Pacific Drive. Da sind wir wieder und zwar in der Werkstatt und wie versprochen ist das Auto mittlerweile schön schwarz anlackiert und es sieht cool aus, gefällt mir sehr gut, ist also bereit für den nächsten Story Run. Wie angekündigt fahren wir heute, hätten wir letztes Mal auch schon machen können, über den Highway hier zack 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 in das Storygebiet, wo wir die Bedienstation der Barrikade erreichen sollen. Ich bin mal gespannt, was das bedeutet. Heißt, wir heizen wieder über den Highway, dann einmal hier rechts abbiegen, nicht so wie letztes Mal hier hoch und dann hoffentlich bis hierhin. Das ist das Ziel für heute und vorher will ich aber natürlich noch die Energien, die wir jetzt letztes Mal eingesammelt haben, zu etwas nutzen und zwar erforschen. Erforschen, erforschen, erforschen. Ganz cool wäre die Reparaturmaschine, habe ich mir gedacht. Bin mir aber nicht sicher, ob ich genügend Energie habe, um 4 Limb-Chips bauen zu können, beziehungsweise Olympium-Fragmente. Jetzt lasst uns mal gucken, Limb-Chips. Nein, 3 kann ich bauen. Okay, was kann ich mit 3 Limb-Chips bauen? Was haben wir denn hier noch? Printomat. Oh, was ist Printomat? Ah, 3 Limb-Chips. Printomat ist an diesem umgerüsteten Verkaufsautomaten kannst du Ankerenergie gegen Zubehör verteilen. Das ist eigentlich ziemlich witzig, weil wenn das zufällig stabile Energie ist, die ich da einsetze, dann wäre das ziemlich cool. Jetzt baue ich natürlich 3-mal Limb-Chips. Das heißt, meine Olympium-Fragmente sind schon wieder weg, die wir letztes Mal eingesammelt haben. Aber ich habe dann einen Printomat. Das ist das Ding, was manchmal in der Tankstelle rumsteht. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das dann letztendlich hier funktioniert. Weil dann kriegen wir mehr Autoteile, also so dekorative Dinge, die wir manchmal finden. Aber von denen wir definitiv ja noch nicht alle haben. So. Insgesamt Kosten 2. Und ich habe 0,01. Also nicht genügend, würde ich behaupten. Von was habe ich bitte 0? 1. Das ist bestimmt nicht die stabile. Ich brauche unstabile Energie dafür. Boah, ist das brutal. Das ist ja gemein. Ich habe jetzt gehofft, dass ich hier mit stabiler Energie hart was reißen kann. Scheint nicht so zu sein. Okay, dann können wir den jetzt auch gar nicht ausprobieren. Na gut, aber wir haben ihn mal. Jetzt habe ich natürlich noch korrupte Energie, beschädigte Energie. Sollen wir das einfach direkt bauen? Aquarium? Ich muss ja eh einmal irgendwann mal alles erforscht haben. Von daher, zumindest ist das mein persönliches Ziel, ob ich euch auf diese Reise noch komplett mitnehme, hängt dann bei euch. Gucken wir uns mal an. Bisschen die Werkstatt verschönern, Schaden tut's nicht. Okay. Aquarium. Hast du eine Funktion? Hallo, I'm Jade. Ned und Dan. Oh, ich habe jetzt Haustiere. Ach, guck mal, der hat sogar eine Schatztruhe. Ach, das sind ja nette Tierchen. Okay, wo habe ich die denn mitgenommen? Witzig. Alles klar, wir haben ein Aquarium. Ja, warum nicht? Ist doch nett. Ist doch nett. Wir haben immer noch ein bisschen mehr Energie. Das heißt, wir forschen weiter. Ich bleibe jetzt mal hier so auf der ersten Seite. Nochmal ein Autoteile spinnt, okay. Das braucht bestimmt, ja, dafür haben wir definitiv nicht genug. Der Olympiumbrenner, ich erforsche ihn jetzt einfach mal, aber ich befürchte, der braucht Olympiumteile, um hergestellt zu werden. Das heißt, aber überschaubar viele. 4 und einige Sumpfeier. Okay, das ist die bessere Variante des Schweißbrenners dann. Okay, haben wir das auch mal, weil dann habe ich mal diesen Reiter hier vollständig erforscht. Das finde ich mal ganz angenehm. Dann können wir ja mal Reiter für Reiter. Oder ich fange mal hinten an. Sonst vernachlässige ich das immer. Beschädigte Antischwerkraft-Emitter, magnetische Stoßstange. Das sind alles eigentlich Sachen, die ich nicht unbedingt brauche. XL-Dachbatterie. Dann hätte ich die Batteriegeschichten mal abgeschlossen. Okay. Ah, oder ich gehe an die korrosiven Dinger, die ich hier... Olympium-Platte, da muss ich sogar noch was erforschen. Stampfer-Anomalie, okay. Aufgemotzte Stoßstange.
Olympium-Stoßstange. Bagger muss ich dafür erforschen. Okay, Stoßstange. Korrosive Stoßstange. Guck mal, das ist doch mal was, was man erforschen kann. Weil dann komme ich mir langsam hier, komme ich an die korrosiven Teile langsam ran und erforsche die zu Ende. Und was können wir jetzt noch erforschen? Vielleicht hier was? Leckbeständiger Tank. Das braucht alles den Kollegen hier. Benzinreservoir fürs Dach ist das dann wahrscheinlich. Großer Außentank wird direkt auf dem Dach installiert. Vielleicht nicht elegante Lüsse, aber die Weise hat viel größere Benzin. Ja, warum nicht? Komm, alles, was wir erforschen können, ob wir es bauen oder nicht, ist dann nochmal hingestellt. Aber wir haben es. Da können wir eigentlich noch gucken, ob wir hier noch was finden. Aha, isoliert. Also entweder gegen Strom oder gegen Aufprallschaden kann ich mich jetzt nochmal besser schützen. Ich glaube, ich mache Strom, weil das kostet nicht ganz so viel Stoff. Stoff ist nämlich bei mir echt auch immer Mangelware. So, okay, cool. Dann haben wir das auch und dann würde ich sagen, verschwende ich nicht mehr Zeit, sondern mache mich direkt auf den Weg. Route ist geplant. Ab geht's. Der sieht schon cool aus hier, der Printomat. Ich will den ausprobieren. Also, auf geht's. Boing. Los geht's. Meine neue Armaturen-Brettfigur hier. Und dann fahren wir direkt. Oh, die Kamera ist so schön schnell. Ich liebe es. Juhu. Fahren direkt in die Zone. Machen wieder den Highway-Jump. Und diesmal biege ich in die richtige Richtung. Aber ich weiß nicht, warum ich das letztes Mal nicht auf dem Schirm hatte, dass wir hier einfach so rumfahren können. Und ich dachte, ich muss unbedingt hier rüber. Ist aber überhaupt nicht kürzer. Keine Ahnung, was da passiert ist. Oh, ich habe vergessen, die Zone stabil zu rechnen. Das könnte ein Thema werden. Aber gut, das habe ich auch gar nicht gesehen. Ich glaube, ich habe absolute Dunkelheit entdeckt. Sonst habe ich gar nicht wirklich gesehen, was da auf uns wartet. So, ich hau Nitro rein. Und wir heizen jetzt nur so über den Highway. Nice. Ich liebe es. So, jetzt sind wir auf dem Weg, ja, Richtung Story-Knotenpunkt. Was dann da wartet auf uns. So. Ich habe ja in der letzten Episode und letztes Mal angekündigt, dass ich mit dem Gedanken spiele, Elden Ring mal wieder anzuspielen. Und ja, es verhärtet sich dieser Gedanke. Ich hab echt so Bock. Ich weiß nicht, ob ich es auf dem Kanal spiele, aber ich würde mich natürlich super freuen, wenn ihr da Bock drauf habt und da reinschaut. Es wird so eine Art Let's Play sein. Ich habe ja dazu mal zu jedem Gebiet ein Video gemacht, dass ihr nichts verpasst. Und so würde ich jetzt quasi einfach mal in einem Let's Play all diese Punkte ablaufen und sozusagen das dann als Let's Play spielen, sodass ihr auch das Ganze ungecuttet habt, weil das war immer so der größte Kritikpunkt, dass zu viele Katzenvideos sind. Und dann habe ich eine ungecuttete Version, wo ich einfach als Let's Play mich vorbereite auf das bald kommende DLC. Und ich habe einfach in letzter Zeit, ich schaue auch gerade selber wieder ziemlich viel Elden Ring. Es ist einfach ein geiles Spiel. Und ich glaube, ich stieß mich da demnächst wieder rein. Also lasst mich wissen, ob ihr da Bock drauf habt. Ich wäre gehypt, muss ich ehrlich sagen. So, wir sind jetzt gleich schon wieder am Ausgang. Perfekt. Schnelle Highway-Tour. Oh, das ist so ein Unterschied mit dem schnellen Motor, den guten Reifen. Man kommt hier einfach so schnell über diese Highways. Gerade mit Nitro noch hinten dran ist das eine feine Sache. Sodass wir heute im besten Fall zumindest an den Story-Knotenpunkt gelangen. So, der nächste Highway, das ist auch quasi eine gerade Linie durch den Sumpf, sehr schön. Im Sumpf lasse ich immer gern mal meinen Radar einmal kurz laufen, einfach um zu gucken, ob wir hier irgendwo Sumpfeier und Co. haben. Aber was machen wir am besten? Ja, hier ist jetzt langsam das Wasser und hier ist ein Rohrpost. Wie heißt die? Rohrpostkanister? Rohrpostanlage. Okay, na gut. Nehmen wir es so mit. Der Postbote Teil 6. Na gut. Jetzt kommt die Box. Ab geht's.
Also, viel Sumpf ist hier nicht, also fahren wir hier einmal mit Nitro durch. Boah, jetzt muss ich gegen den Baum knallen, Alter, Kontrollverlust. Okay, wenn man mit Nitro von der Straße abkommt, dann ist kritisch, sage ich mal so. Aber es hat mich gerettet, weil sonst wäre ich in euch Jungs reingefahren hier. Sehr gut. Von daher wieder alles richtig gemacht. Es war ein komplett absichtlicher Kontrollverlust hier. Bisschen rumgeschlittert, um zu bremsen vor den Touristen. Ganz klar, absichtlich. Und gleich nochmal absichtlich hier. So. Zack. Oh, ist das ein Lastwagen? Nee, das ist ein Gebäude. Das ist ein Tankwagen gewesen. Leider keine Lastwagen heute auf dem Highway. Schade, schade. Ein paar extra Ressourcen nehme ich immer gerne mit. Aber gut, jetzt gucken wir mal, was auf dem Knotenpunkt auf uns wartet. Ich meine, ich hätte absolute Dunkelheit gesehen. Aber sicher bin ich mir nicht mehr. Von daher Überraschung, Überraschung. Absolute Dunkelheit stört mich ja auch absolut nicht, weil ich Bioscheinwerfer habe, die zwar immer ein bisschen speziell aussehen, aber boom, hell machen. Von daher, gucken wir mal, jetzt sind sie auch wieder gefixt. Die Anomalie ist beseitigt vom letzten Mal. Ja, das sieht eindeutig nach absoluter Dunkelheit aus. Trickreiche Taschendiebe, oh oh, das hört sich nicht gut an. Dinge zu stehlen sind in diesem Teil des Sperrgebiets noch typisch. Die hasse ich, die Kollegen. Die nehmen dir Türen weg, die nehmen dir das ist super blöd. Von denen halte ich mich fern. Wo müssen wir denn hin? Wir müssen da hoch. Das heißt, ich fahre jetzt hier einfach links. Wir nehmen den großen Anker mit. Ach so, das ist eine Tour. Ah, das geht so hart bergab hier. Vielleicht nehme ich den Anker hier mit als erstes. Na? Manchmal will er das nicht neu platzieren. Warum platziert er das denn nicht da, wo ich es gerne hätte? Hier. Hä? Was ist denn das für ein komisches... Okay. Also, dann fahren wir einfach die Straße lang. Holen uns den, fahren die Straße lang, holen uns den, eventuell den und dann haben wir Ankerenergie. Weil das ist hier meistens instabile und das ist ja die, die ich am meisten brauche jetzt. Also machen wir das auch so und gucken, dass wir uns fernhalten von eventuellen Dieben hier. Weil wenn ich es richtig lese, geht unter uns jetzt irgendwo ein Tunnel durch. In Richtung Ausgang. Aber ich bin noch erhöht, deswegen fahren wir jetzt die Schleife. So würde ich das jetzt machen. Ah, jetzt ist wieder irgendeine Anomalie. Irgendeine Anomalie macht mein Licht aus. Das ist ja spitze. Oder was war das gerade? Ach so, das können auch diese Blobs da sein. Ich glaube, die machen auch sowas, dass wenn man in der Nähe von denen ist, dass sie das Auto ein bisschen verrückt spielen lassen. Ich hoffe, es war einfach nur das. Hier Strahlung. Ich fahre mal mein Schild hoch. Dass ich nicht so viel Schaden nehme. So, und irgendwo da vorne ist jetzt der Anker. Ach, der ist da am Berg. Kann sein, dass ich da hochlaufe dann. So, nochmal Säure. Oh, das Schild ist oben. Alles gut. Okay. Ich glaube, da laufe ich hoch, ha? Vielleicht nicht hier in der Säure parken, sondern hier. Zack. Das aus. Und dann laufen wir einfach kurz da hoch. Das sollte passen. Boah, das ist steil. Was zur Hölle? Komme ich da überhaupt hoch? Ich hoffe, ich komme da hoch. Also mit dem Auto wird es schwierig. Auto wird schwierig. Ich hoffe, zu Fuß. Ich höre ihn auf jeden Fall schon. Hallo. Lieber Anker. Ja, da ist er. Ah, doch keine unstabile. Direkt beschädigter. Nicht schlimm. Können wir auch gut gebrauchen, aber... Mir wäre fast instabile Energie noch lieber. Aber anscheinend... Ach so, das ist ja eine extreme Bedingungen-Zone. Da sind dann, glaube ich, auch gerne instabile Anker. Ja, okay. Und die Zone fängt sich an zu schließen.
Das ist der Reminder, wir müssen die Zeit im Auge behalten. So, jetzt fahren wir die Straße ab und holen uns den hier. Ob wir uns dann den letzten da noch holen, das haben wir dahingestellt. Aber alles, was ich an Energie schon habe, hilft uns vielleicht auch. Ah ja, guck mal, das ist ja, das spielt in der Nähe dieser Kugel, spielt das verrückt. Und ich glaube, wenn die Kugel uns angreift, explodiert sie auch noch irgendwann mal. Das wollen wir jetzt aber gar nicht erst ausprobieren. So. Jetzt fahren wir hier runter. Ja, es ist richtig steil hier, ey. Also das ist ein extrem steiler Berg, den ich jetzt hier runter... Ich glaube, wenn ich da einfach runtergefahren wäre, hätte das nicht ohne groß Schaden ablaufen können. Also ich denke, das war die sicherere Variante. Ein Entführer auch noch, okay. Die sind irgendwie lange kein Thema mehr gewesen, Entführer. Weil mit dem Schild kannst du die halt einfach wegdrücken, sozusagen. So, ich glaube, das ist die Straße, ja. Genau, da kam jetzt gerade der Tunnel raus, den ich vorhin erwähnt habe. So, und hier irgendwo... Oh, da ist ein Dieb. Weg. Schild ist an. Da war ein Dieb. Den will ich nicht... Den will ich nicht begegnen. So, ich stelle mich hier wieder ab. Ja, ich bin jetzt natürlich in Reichweite des... Oh, guck mal hier, Sumpfeier. Direkt neben dem Anker. Ich bin jetzt in Reichweite des Ankers. Das heißt, die Anomalien werden auch mein Auto natürlich jetzt gleich treffen. Aber so können wir auch schnell wieder entkommen. Sumpfeier. Boom. Hier noch welche? Nee. Bei dich mit. Was passiert? Nichts passiert. Nichts passiert, finde ich gut. So. Manchmal ist das Gefühl, wenn eh schon extreme Bedingungen herrschen, dann ist es immer nicht so dramatisch, Anker zu. Wann habe ich mir beide Reifen gepoppt? Wann ist das passiert? Abdichtkit brauche ich hier. Mechaniker-Kit brauche ich hier. Nee. Ich muss hier rein, schnell. Okay, kein Thema. Ich mache ihn trotzdem mal weg, aber ich hatte die Bremse gesetzt. Das ist immer wichtig, weil sonst ist sein Auto weg in dem Moment. ich nehme das und ich nehme das. Wo war das Abdicht-Kit? War hier, der ist platt. Zack. Und das Mechaniker-Kit war hier. Der ist lose gewesen. So, dann haben wir das repariert. Gut, dass ich immer so ausgerüstet bin mit so Reparaturdingern. Weil... Nicht schon wieder. Komm, Junge. Hast du es doch schon probiert. Oh, jetzt hat der Motor ausgemacht. Ja, zieh du mal. Guck mal, wie gut meine Bremsen funktionieren, mein Lieber. Du kannst mir gar nichts. Du kannst mir gar nichts. Während man fährt, ist das ein anderes Thema. Da ist es gefährlicher, aber... So kann der mir gar nichts. Da hilft dann die Handbremse natürlich, die ich leider nicht mehr ausgerüstet habe. Aber ich kann sie ja mit dem Schild absprengen, sozusagen. So, jetzt wollen wir hier noch hoch, weil da ist auch nochmal ein Anker. Die Zone schließt sich, aber wir haben noch Zeit. So, dann gucken wir nochmal links, rechts vielleicht ein bisschen. Wäre vielleicht was gewesen, aber... Das ist Säure. Aber mein Auto ist gut geschützt. Wir haben jetzt ein bisschen von allem drauf. Und natürlich hätte ich es gerne mal komplett irgendwann mal mit Olympium-Fragment. Oh, da ist wieder so ein Dieb. Oh, da ist nochmal so ein Dieb. Ich mach Schild, damit der mir nichts klauen kann. Der hat es mir trotzdem geklaut. Das Schild hat nichts gebracht. Okay, ich hab's wieder. Das war... knapp. Ich glaube, das Schild bringt gegen den Dieb nichts. Wenn ich das jetzt gerade richtig feststellen durfte. Das ist ja gemein. Okay, also entweder es war vom Timing her nicht passend oder wir haben jetzt tatsächlich was gefunden, wogegen das Schild ausnahmsweise mal nicht effektiv ist. Na gut. Auch interessant. Ich gehe jetzt hier zu Fuß den Anker holen. Dann müssen wir hier nicht durch das Säurebad oder das Wasser.
können uns hier noch... Oh, da ist so ein Blob. Sumpfeier sichern. Ich hab dich schon zottlicher Zerhacker heiß. Oh, der kommt. Ich glaube, der macht mir ordentlich Schaden, wenn er mich erwischt, tatsächlich. Okay, kann ich dich irgendwie... Ah ja, guck mal. Fackel draufwerfen hilft. Das war knapp. Ja, das war knapp. Okay. Aber gerettet. Dann nehmen wir die Energie mit und dann... Hey, da haben wir mega viel Energie schon. Gerettet auch, wenn nur... Oh, bitte habe ich den Ding gesetzt. Schnell rein. Hopp. Hey, ich komme nicht rum. So. Und los geht's. Ja, Zone schließt sich gemütlich. Und ich kann jetzt hier irgendwo lustig rechts abbiegen können. Ja, und dann sind wir schon da. Da hinten ist der Ausgang. Hier einmal rumgefahren. Und wir haben... Wie viel Energie? 4,5 Kalim. Das reicht auf jeden Fall von überall weg. Oh, da ist ein Satellit gedroppt. Oh, ganz am anderen Ende der Karte auf dem Berg. Auf keinen Fall fahre ich dahin. Auf keinen Fall. So, und jetzt fahren wir hier rüber. Meteoriten-Medley. Okay, da wollen wir schnell weg. Da geht's ab. Meteoriten regnen unablässig auf diesem Teil des Sperrgebiets herab. Ja, ist doch super gemütlich. Und dann wollen wir hier rein, ewige Stabilität. Okay. Das kann ja spannend werden. Da gucke ich jetzt, dass wir schnell durchkommen. Meteoriten-Medley klingt überhaupt nicht funny. Loslassen lernen. Okay. Ach, das ist ja mal angenehm. Da fahre ich geradeaus durch. Und dann ist da ein Anker. Die sind in einem Tal. Ich sehe das hier schon von der Topografie. Wir müssten da runter, um beide Anker zu holen. Aber vielleicht kann ich zumindest einen zu Fuß machen. Das schauen wir uns mal auf der Brücke an. In der Abhängigkeit, wie es hier jetzt abgeht. Und wir sind, glaube ich, in einem Rote Spitzen, oder wie heißt dieses Gebiet? Es gibt also Olympium auch hier. Heißt, das gilt es auch so ein bisschen im Auge zu behalten. Da hinten zum Beispiel, seht ihr das? Da gibt es Olympium. Wir halten hier mal an. Zack. Aussteigen. Dann nehmen wir doch glatt mal die Rohrpost hier mit. Vielen Dank. Ach, ich könnte auch mal wieder. Hab ich lange nicht mehr gemacht. Ah. Okay. Mein Verschrotter war eh. Dann reicht das wohl. Aber ich habe natürlich auch Ersatz für meinen Verschrotter dabei, hoffe ich. Ich glaube, ich hatte das auf dem Schirm, oder? Ja. Guck mal. Zack. Der kommt rein. Und hier ist Platz. Ich habe auch noch einen Hammer-Ersatz. Oh. Den nehme ich auch direkt mal mit, weil... Oh je, jetzt geht's schon los. Okay. Das habe ich befürchtet. Weil mein Hammer ist auch gleich kaputt. Und tatsächlich ist das Thema... Okay. Wenn man... Na? Wenn ich dich nicht mitnehme? Ich nehme Schaden hier. So, jetzt. Wenn ich nämlich so ein Olympium-Ader mit einem kaputten Hammer mache... Dann kriege ich kein Olympium. Das heißt, ich mache das jetzt mit dem ganzen Hammer hier. Zack, so. Das war's. Damit ich auf jeden Fall die Ader, das Olympium, bekomme. Und dann kann ich den irgendwann mal anders kaputt machen, wenn ich irgendwie eine Tür aufmache oder so. Weil sonst wäre das jetzt verschenktes Olympium gewesen. Und das können wir uns absolut nicht leisten oder erlauben. So, und hier einmal reingeschaut. Stoffe, perfekt. Okay. Gefällt mir. Dann kannst du jetzt hier wieder rein, dass du hast deinen Zweck erfüllt. Du kannst hier rein. Taschenlampe aus. So, war das jetzt ein Sturm, aus dem das rausregnet? Oder kommen die einfach? Es könnte sein, dass die einfach runterfallen. Ne? Jetzt fahren wir mal über die Brücke. Das Strahlungsschild geht an. So, unter mir ist ein Anker. Ah, hier ist auch Strahlung. Okay. Ah, wie
groß ist die nicht besonders groß. Dann stelle ich mal die Karre hier ab. Oder auch nicht, weil da kommt Widerstrahlung. Okay, aber die wächst nicht mehr. Okay, alles gut. Oh, ich habe mich getäuscht. Ach so, wenn er verschwindet, dann... Alles klar. Und dann gehen wir da runter. Ich lasse das Auto jetzt da stehen. Toi, 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 geht das nicht schief. Und lauf jetzt hier einmal runter, um mir den Anker zu holen. Ja, das schaffe ich. Das schaffe ich. Das ist vielleicht sogar mit dem Auto machbar, ne? Ich könnte... Boah, jetzt ist hier direkt eine Teufelsmühle. Komme ich da rein? Ich bin bei 37%. Ich muss mich definitiv gleich mal heilen. Oh, und jetzt komme ich hier nicht hoch, doch. So, Explosionshäschen, okay. 32%. 31, ja, schaffe ich aber. Du kommst hier rein. Okay, und dann nehme ich mal hier meine Konserven und esse davon ein paar. So bin ich nämlich ziemlich schnell wieder geheilt. 7, 6, 5. Jetzt kommst du. Und dann sind wir aber schon mal ordentlich geheilt und können weiterfahren. Jetzt könnte ich mir das hier noch holen, aber ich brauche es nicht. Wir fahren jetzt einfach geradeaus weiter zum Ausgang der Zone. Würde ich sagen. Wir können im Notfall noch so ein bisschen links, rechts gucken, ob wir Ressourcen mitnehmen wollen. Hier zum Beispiel. Und ich würde gerne meinen Tank auffüllen, weil ich weiß nicht, was dann in der nächsten... Zone letztendlich auf mich wartet. Tatsächlich, diese Meteoriten finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Es fallen zwar immer wieder welche, aber es fallen nicht so viele wie zum Beispiel in einem Sturm, in so einem Meteoritensturm. Das haben wir ja auch schon mal erlebt. Die sind viel, viel schlimmer. Aber was ein bisschen nervig ist, ist tatsächlich die Strahlung, die da auftaucht, wenn die dann sich wieder zurückziehen. Also da muss man ein bisschen drauf achten. Ich nehme jetzt mal... Ne, wir fahren jetzt erstmal weiter und scannen ein bisschen nach Sprit und Ressourcen. Kommt ein Sturm, apropos Sturm. Das ist 100 Pro dann, so ein Meteoritensturm. So, da haben wir schon mal Ressourcen, das ist sehr gut. Das heißt, ich halte hier nochmal an und ziehe mir hier... Alter, der hat einen ganzen Rücksitztank dabei. Auch witzig. Zack, halt. Habe ich jetzt da? Ne, passt. Aber was ich machen kann, ist, ich benutze jetzt mal meinen großen Kanister. Und ziehe mir... Oh, okay. Der Kollege hat nicht wirklich Sprit dabei. Okay, jetzt geht's hier gerade ab. Bin ich jetzt in dem Sturm? Ne, ich bin nicht in dem Sturm. Das war einfach ein einzelner Meteorit. Ah, guck mal, hier sind nochmal zwei Kollegen. Perfekt. So. Hast du Sprit dabei? Du hast auch keinen Sprit dabei. Ist das vielleicht eine Zone mit wenig Sprit? Gibt's ja auch. Oh, guck mal, neue Streifen. Perfekt. Arbeitsmittel braucht man nicht. Grüner Lack. Grüner Lack habe ich, glaube ich, noch gar nicht oder nur einmal. Oder gar nicht, weil es wurde gerade... Sorry, Kumpel. Wurde gerade mir angezeigt. Das heißt, wahrscheinlich habe ich es noch gar nicht. Theoretisch kann ich den Tank eigentlich immer mitnehmen. So, dann können wir gucken, ob du noch Sprit hast wenigstens. Du hast ein bisschen Sprit. Perfekt. Guck mal, mit dem großen Benzintank kann man nämlich jetzt super Sprit fahren. Muss nicht immer hin und her laufen. Jetzt ist der voll. Gehen wir kurz an unseren Tank und schütten das rein und dann sind wir schon wieder fast voll. Also, perfekt. So, und deswegen meine ich, man muss sich um Benzin eigentlich nie so richtig Sorgen machen, weil man kann wirklich immer an Autos und teilweise auch an Benzintanks, die rumliegen, eigentlich ziemlich easy Benzin sammeln. Deswegen... Kein Thema. Da lieber auf Strom achten, auf Batterieenergie. Aber auch die durch meine Erweiterung ist jetzt immer noch bei 90 und lädt aktuell. Also das ist wirklich, wenn man so ein Setup hat irgendwann mal,
sind diese zwei Sachen absolut managebar. Wirklich, wirklich gut. So. Da ist der Ausgang. Das heißt, ich repariere jetzt meine Karre. Sprit ist einigermaßen voll. Batterie ist einigermaßen voll. Wir stellen hier mal ganz kurz ab. Und holen uns den Kollegen hier. Und reparieren hier mal die geschraubte Platte, gepanzerte Platte. Meistens hat man den Schaden ja vorne, weil da rauscht man dann doch immer durch irgendwas durch. Das heißt, hier gucken wir jetzt mal. Tatsächlich sind die Scheinwerfer noch in ganz gutem Zustand. Ja, passt. Und dann kannst du wieder hier rein. Bumm. Auto ist... Ja, Auto ist fit, finde ich. Passt. Cool. Zack. Ab in die Zone. Mal gucken, was hier jetzt auf uns wartet. Wir sind am Storypunkt. Lang ist es her. Ewige Stabilität. Wir haben also Zeit, kein Stress. Und können jetzt ganz in Ruhe gucken, was jetzt hier auf uns wartet. Und uns in der nächsten Episode beschäftigen wird. So. Routenverhältnisse. Das Sperrgebiet verändert sich unaufhörlich. Ja, das haben wir gemerkt. Das haben wir schon zu Genüge gemerkt. So, wie sieht das jetzt hier aus? Ich habe nicht mehr so viele Erinnerungen an diesen Auftrag. Ich fahre mal rein. Ewige Stabilität. Wunderbar. Jetzt müsste ja gleich irgendein Text getriggert werden. Hier scheint unser Ziel zu sein und hier ist schon ein Portal. Ist ziemlich viel Stadt auch. Erreiche die Bedienstation der Barrikaden. Ah, jetzt kommt's. Me? The electrical grid is your department. You know the plan as well as I do. So you'd rather trust me than have to speak up for yourself? Guess you're on your own, driver. Good luck. Okay, fine. The regular anchors aren't enough to overcharge the arc device to the level we need. But there's an old anomaly barricade we can piggyback onto. It's archaic technology, an early attempt to stop anomalies from drifting out into the wider Olympic Peninsula. It worked for some time. Until it didn't. But long enough to get the old wall built. The barricade's in bad shape, but what's a little rampant voltage leakage? Not like the ghosts and goblins of the Deep Zone will mind. And if they do, more the better for Francis, huh? Appreciate the olive branch, Avi, but boy, do you have a lot to learn about the paranormal. I'd be happy to give you a primer after all this is over. Ugh, hard pass. I'm far too old for that. The car will induce a current along the barricade, in the same way you did it crossing your wall. Every connection point needs to be induced within a limited time. Electrify the entire barricade, and we'll have all the power we need. You heard him. Floor it, driver. Okay, also wir müssen wieder so einen Speedrun machen durch diese Blitz-Charger da. Ähnlich wie als wir durch die in den inneren Bereich gekommen sind in der Story-Mission. Und das heißt, wir müssen wahrscheinlich, wenn ich das jetzt hier so richtig sehe, irgendwie da wieder durch diese Portale rasen. Vielleicht einmal im Kreis, ich weiß es gar nicht mehr, um da irgendwas zu aktivieren. Das ist unser Auftrag. Und den, würde ich sagen, gehen wir in der nächsten Episode an. Ich bin gespannt. Von daher, ihr wisst, wie es geht. Oder sollen wir jetzt noch davor fahren? Komm, ich bin zu neugierig irgendwie. Ich bin zu neugierig. Wir fahren davor. Ich wollte jetzt eigentlich gerade die Episode abbrechen, aber eigentlich haben wir heute noch nicht ausreichend geschafft, als dass ich das Recht hätte, jetzt hier die Episode auszubrechen. Also, heute gehen wir rin hier in die Sache. Ich habe mich gerade geheilt mit meinem Doc. Der ist wirklich praktisch. Und die Batterie lädt jetzt gerade eh wieder. Aufgrund des Sturms. Das heißt, ich muss mir nicht so große Sorgen machen um meine Batterie, wie immer. So. Ich habe jetzt Bock. Ich will jetzt das schaffen. Oder zumindest mal da runterfahren und mir das angucken, was da auf uns wartet, hier durch den Sturm. Jetzt muss ich rechts. Ich glaube nämlich, das beginnt direkt hier vorne.
Wir hätten ja mal ein bisschen besseres Wetter hier machen können. Was ich mir jetzt gerade überlege. Okay. Das machen wir jetzt noch kurz. Ich parke hier. Oder hilft's, wenn ich da vorne parke? Nee, ich parke hier. Motor aus. Was ich mir nämlich jetzt gerade überlege, das ist ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, hier auch eine rote Spitzenzone. Das heißt, es gibt hier Olympium. Und das wiederum heißt, ich sollte diese Zone eigentlich nutzen wegen ewiger Stabilität, um mich umzugucken. Um mich wirklich umzugucken und nach Ressourcen zu schauen, bevor ich hier abhaue. Mein Auto ist ja in wunderbarem Zustand. Ich benutze jetzt mal kurz den Hammer, vielleicht kriege ich den hier kaputt. Nee. Ist ja in wunderbarem Zustand. Das heißt, ich kann wirklich die Zeit eigentlich nutzen, um Ressourcen zu farmen hier drin. Und... Oh, guck mal, hier ist noch eine Tür, dann kriege ich vielleicht hier kaputt. Und dann die Story danach abzuschließen hier drin, in diesem Gebiet. Weil wenn ich es jetzt hier direkt abschließe, dann muss ich wahrscheinlich wieder aus irgendeinem Grund schnell hier weg. Und das wäre eigentlich schade, weil ich dann nicht mehr die Möglichkeit habe, die Ressourcen mitzunehmen. Das sollten wir schon machen. Alter, jetzt kommt hier aber gerade ein Riesensturm aufgezogen. Kommt denn jetzt diese Strahlung? Ja, jetzt muss ich hier mal weg. Das ist nicht gesund fürs Auto. Okay. Abgefahren. Guckt euch das mal an. Das sieht ja jetzt unheimlich aus, so verstrahlt. Krass. Abgefahren. Na gut. Ich muss da aber rein. Das ist mein Storypunkt. Ich hoffe, die Strahlung haut gleich wieder ab. Im besten Fall ist das nur eine Anomalie, die gleich wieder weg ist. Aber ich mache jetzt hier einen Cut. Wir werden nämlich dann uns in der nächsten Episode die Zeit nehmen und ja, jetzt geht's wieder weg und uns dieses Gebiet ein bisschen in Ruhe anschauen. Ich freue mich drauf, hoffe ihr auch. Lasst gerne ein Like da fürs Video, Abo für den Kanal und dann sehen wir uns in der nächsten Episode. Bis dahin und tschüss.